Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Messer Barbarus. Und ich habe das Video tatsächlich nicht geschnitten, sondern so aufgenommen. Und wie ihr seht, es hat sich echt viel getan bei der Messer. Oder seit dem letzten Update nicht so viel. Also ich habe es ja nicht mal so genau gezeigt. Jetzt habe ich ein paar genauere Aufnahmen gemacht. Hoffentlich gefällt euch das. Also, sie entwickeln sich echt super. Sind jetzt sehr, also sehr hohe, ist eine sehr hohe Aktivität auch zu sehen. Ab und zu wechseln sie mit ihren paar Puppen hin und her. Die Aufnahme ist jetzt auch schon mittlerweile eine Woche alt. Hat sich auch wiederum etwas, schon einiges wieder getan. Und sie bauen echt fleißig. Hat sich schon wieder was getan in dieser einen Woche. Und also es freut mich echt. Und aus diesem Grund, es ist also von 10 Arbeiterinnen sind tatsächlich 7 Arbeiterinnen ausgefärbte Arbeiterinnen gewesen. Also ist großer neuer Schub gekommen. Also sehr viele. Und also ihre Proteine nehmen sie auch noch fleißig an. Körner nehmen sie derzeit immer die gleichen. Jetzt gehen die gleichen immer aus, deshalb müssen sie jetzt neue nehmen. Aber wenn sie halt Probleme haben mit dem, dann gebe ich ihnen noch ein paar alte, die ich noch übrig habe. Ja, das ist eigentlich meine kleine Messer Barbarus Kolonie. Ich bewässere sie jetzt nicht mehr so oft wie damals, weil sie jetzt immer selber ihre Flüssigkeit holen und ich sie nicht irgendwie stressen will. Es freut mich echt, dass es ihnen so gut geht. Und ja, ihr Terrarium gefällt mir auch eigentlich relativ gut noch. So nicht viel verdreckt oder so. Und das war es jetzt auch mittlerweile vom Video. Wollte nur so ein kleines Update geben. Der Kolonie geht's prächtig. Schon. Ja. Tschüss.